Schon bezahlt? Ein Mann versteht die Welt nicht mehr. Das gibt's nicht, dass ein Hund einen Push kriegt von der GEZ. Ob die bescheuert sind oder so. GEZ, jetzt auch für Haustiere. Der Gebührenfang wird immer skurriler. Also wenn es nicht um Geld ginge, dann könnte man meinen, das Ganze sei ein Schildbürgerstreich. Also, weil das ist so unglaublich, dass man da eigentlich fast nur drüber lachen kann. Doch das Lachen ist vielen GEZ-Kunden vergangen. Dettenheim bei Karlsruhe. Hans-Peter Heil macht seit längerer Zeit seine ganz persönliche Erfahrung mit der Gebühreneinzugszentrale. Er soll für eine Dame namens Bianca bezahlen, über 400 Euro. Ich habe seit 2 Jahren bekomme ich immer Post von der GEZ. Nicht ich, sondern die Bianca. Aber die Bianca ist nicht meine Freundin oder meine Frau, sondern mein Hund. Die GEZ schickt ihm Rechnungen für Frau Bianca Heil. Ihr Herrchen kann es gar nicht glauben. Dann habe ich dort angerufen, weil ich ja zornig war, und habe das der erklärt, dass das ein Hund ist. Dann hat die gesagt, das kann nicht sein von der GEZ, dass es nicht sein kann. Der Computer vom Einwohnermeldeamt irrt sich nicht. Computer irren sich nicht, Sachbearbeiter manchmal schon. Hans-Peter Heil ist verzweifelt und wendet sich an das Gemeindeamt Dettenheim. In meiner Not bin ich dann zum Bürgermeister gegangen und habe ihm die Sachlage geschildert und ihm die Post gezeigt. Und dann hat er einen Fax hingeschickt an die GEZ. Doch darauf hat es auch keine Reaktion gegeben. Die GEZ antwortet mit weiteren Rechnungen. 2 Jahre lang geht das so. 400 Euro Rundfunkgebühren soll Hans-Peter Heil mittlerweile für seine Bianca bezahlen. Viel Geld für einen Mann, der als Zeitungsausträger und Straßenfeger mühsam seinen Lebensunterhalt verdient. Der Streit hinterlässt Spuren bei dem Tierfreund. Er hat Angst vor der GEZ. Ja, die haben schon gedroht, dass sie den Kontrolleur vorbeischicken und dass sie das Geld über die Gerichtsvollzieher mit der Polizei eintreiben. Die GEZ-Jäger. Ein Satirevideo im Internet sieht sie so. Schlachter! Sauer! Hecke! Frei! Verdammt! Was soll das überhaupt hier? Männer! GEZ! Ja, da habe ich schon Angst gekriegt. Ich hab Angst gekriegt, dass ich den Hund abgeben muss. Und jetzt auf zur Oma in den Dritten! Abmarsch! Aber wir kriegen sie alle. Juristisch ist klar, ein Hund ist eine Sache und kein Rundfunkteilnehmer. Folglich muss Bianca auch keine GEZ-Gebühren zahlen. Das wollen wir für Hans-Peter Heil klären, rufen bei der GEZ an und landen in der Warteschleife. Das kann dauern. Herzlich willkommen bei der GEZ in Köln. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Unsere Vermittlungsplätze sind zurzeit alle belegt. Wir verbinden Sie gerne mit dem nächsten freien Mitarbeiter. Ein anderer Fall. In Havixbeck bei Münster. Hier wohnt Frank Neitzel. Ich habe seit 3 Jahren Ärger mit der GEZ, habe Besuch vom Gerichtsvollzieher bekommen und besitze weder einen Fernseher noch ein Radio. Der 31-Jährige sitzt wegen einer Nervenerkrankung seit seinem 2. Lebensjahr im Rollstuhl. Mit seinem Schwerbehindertenausweis beantragt er die GEZ-Befreiung, doch die wird abgelehnt. Ich habe die Geräte dann abgemeldet, weil ich konnte mir das einfach nicht leisten. Ich habe dann Fernseher und Radio abgeschafft. Ich habe dann ein halbes Jahr später wieder einen Gebührenbescheid bekommen, habe dann wieder die GEZ per Brief darauf hingewiesen, dass das doch wohl ein Fehler bei denen im Haus sein müsste und dass sie doch mal bitte ihre Unterlagen kontrollieren sollten. Für Frank Neitzel ist die Sache damit erledigt. Er gründet eine Familie, wird stolzer Vater einer Tochter. Doch kaum zu glauben, es kommen wieder Rechnungen. Die GEZ hat mich nach wie vor weiterhin immer noch mit Gebührenbescheiden bombardiert. Es kamen regelmäßig alle 3 Monate die Zahlungsforderungen von der GEZ. So, und irgendwann war es dann so weit, es hatte sich so weit die Gebühren angestaut, dass die einen Gerichtsvollzieher geschickt haben. Ich war schon ziemlich geschockt, als das dann auch wirklich eingetreten ist, muss man ganz ehrlich sagen, weil so Gerichtsvollzieher ist ja doch irgendwie immer, das hört sich immer an wie letzte Instanz. Also es hat immer was von Kapitulation. Doch Frank Neitzel kann den Gerichtsvollzieher von seiner Unschuld überzeugen. Es wird nichts gepfändet, immerhin. 2 Wochen später allerdings erhält er Post von einem Inkasso-Unternehmen und eine Zahlungsaufforderung über knapp 170 Euro. Dann habe ich bei der Kreditreform angerufen und habe denen mitgeteilt, wie der ganze Vorfall sich darstellt. Und die Kreditreform rief mich dann an und sagte, sie werden das der GEZ zukommen lassen.
und werden dann nicht weiter darüber entscheiden, beziehungsweise die GEZ muss jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Eine Entscheidung, der Neitzel mit Bangen entgegenschaut. Zurück in der Warteschleife im Fall der Hündin Bianca. Nach 25 Minuten endlich jemand bei der GEZ mit vielen Entschuldigungen. Ich werde das sofort korrigieren, dass Sie da nichts mehr bekommen. Es tut mir leid, dass Sie deswegen angeschrieben worden sind. Gut, das können Sie alles wegschmeißen, was den Hund betrifft. Bitte? Das können Sie alles wegschmeißen. Hans-Peter Heil ist erleichtert. Seine Hundedame Bianca wird keine Post mehr bekommen. Zumindest nicht von der GEZ.